Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft Running Red wieder mit der Eisli. Hallihallo. Und dem Maxi. Hallihallo. Und was haben wir diesmal vor? Sag uns, Eisli. Failen. Also meine Sachen sind alle im Sande verlaufen, was ich machen wollte, was Strom betrifft, weil ich brauche entweder eine Schmelze, um die Sachen herzustellen, oder ich brauche ein Sieb und irgendwie... Alles sehr schwer zu bekommen. Gar nicht, du kannst es nicht craften hier bei dem Pack. Ja, eben, alles sehr schwer zu bekommen im Grunde. So, wir brauchen so ein Seidengewebe, einen Bienenstock, das ist alles unmöglich hier auf der Insel zu bekommen. Nein, für das Sieb, das kannst du gar nicht... Ja, aber den Bienenstock. Ja, der Bienenstock, das ist was anderes. Also, du brauchst keinen Bienenstock dafür, für ein Sieb. Na klar. Nein. Für den Bienenstock-Sieb? Ja, du brauchst doch nur ein Oak-Sieb. Normalerweise ist das mit Holz und mit Gewebe. Und das kriegst du aus Strings. Aber das ist, Crafting-Rezept wird gar nicht angezeigt. Und wenn du das wahrscheinlich in den Crafting-Table machst, kriegst du es gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Ne? Geht auf jeden Fall nicht. Was machen wir jetzt? Haben wir noch einen fliegenden Flugtrank, der fliegende Fliegen ist? Wie stellt man denn den her? Maxi? Wie hieß der denn? Du brauchst einfach eine Potion Flask. Und mit der Potion Flask brauchst du dann ein... jetzt kommt's. Du brauchst ein Weak Binding Agent. Mhm. Und mit das ist dann Alchemie, Hokus Pokus und so. Dann musst du die Simple Flask mit dem Weak Binding Agent reintun und dann die Zutaten, die du haben willst, eine Feder in dem Falle macht, dass du fliegen kannst. Das heißt, du tust eine Feder rein und kannst dadurch fliegen. Aha. Okay, ich mach mir mal die Potion Flask und dann sagst du mir nochmal, was man da braucht. Und ich, was soll ich in der Zeit machen? Die Hühnerfarm. Ja, das ist witzig. Nee. Was soll ich in der Zeit machen, solange wir keinen Netherquarz haben? Was haben wir denn noch? Solarpanel, Rüstung. Ich mache jetzt meine Battle Arena auf Epic Battle. Das können wir auch vergessen. Wie gesagt, ich mache jetzt meine Battle Arena weiter. Da können wir uns dann nachher richtig heftig beefen, Alter. So heftig. Boah, die sieht schon mal richtig fresh aus. Wir müssen die aber noch ausleuchten, damit ich Fackeln dabei hab. Jo. Wo kommen die denn hin? Boah, so ganz spartanisch. Macht man die Flash Potion mit einer Flasche und einem Blood-Eimer. Oder? Weiß ich nicht. Das ist gerade auch nicht aus dem Kopf raus. Ich bin Netherwarzen und Glowstone. Was? Nein. eine Glasbottle einfach in. Wow, du bist richtig. Wie weit bist du bitte gekommen, Alter? Maxi? Du bist richtig weit gekommen, oder? Tschüss. Schon. Also das, wo du jetzt gerade ausläufst, der ganze Weg, den hatten wir schon bis zum letzten Mal. Echt? Ja. Oh, na gut. Dieses ganze Stück hier ist neu. Gut. Kannst du nicht mehr fliegen? Doch, aber ich brauch den gerade nicht. Ich brauch das nur, um die Half-Steps zu setzen, also den Grundweg, die Mauern baue ich dann so. Ach stimmt, wir hatten das ja so blöde, ne? Also Problem, ich bin auch außerdem, weil die Fledermäuse mich angegriffen haben, habe ich einfach losgeschlagen, dann war da komplett ein Pigman von oben runtergefallen. Das heißt, ein paar von den Pigmans sind vielleicht ein bisschen aggro. Ach so, ja, dann gehe ich hier gleich mal lieber weg. Ja, die sind alle oben drauf, aber das ist halt... Ach, die spawnen jetzt alle oben? Ja, das ist das Coole, obwohl ab und an mal sind hier noch ein paar Pigments, die sich irgendwie rein verirren, frag mich nicht wie. Ja, Spawning, ne? Aber ist cool. Wie lang... 800 Blöcke meinst du, oder wie viel sind das noch? Also, hinter dir ist ein Magma-Slime. Nein. Hä? Hey? Das ist ein Imp. Das denn? Das ist ein Tyrion Lannister, der Imp. Ach so. Ich dachte, das wäre was Gefährliches, so. Nein, der ist ganz lieb, der will nur Kunde. Ich wollte dich doch nur warnen. Ich wollte auch mal was richtig machen. was wolltest du ihm sagen?
Ich habe keine Ahnung. Achso, ja, doch vor der Position, wo ich dann hier enden werde, auf dieser gerade, dann muss ich wieder einmal um die Ecke biegen und dann muss ich nochmal 280 Blöcke in eine Richtung bauen. Okay, wir bauen den Tunnel jetzt also stumpf bis zu den Koordinaten, wo wir hin müssen? Ja, bis zu der Festung. Okay, okay. Jo, und okay, ich habe jetzt eine Pauschal Flash. Was brauche ich denn noch? Ein Weak Binding Agent. Dazu brauchst du 2 Simple Catalysts und einen Clay. Alter. Kannst du mir auch gleich einen mitmachen, Icy? Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Flasche denn komplett weg ist, wenn ich die aufgebraucht habe, oder ob man sie wieder auffüllen kann. Das ist jetzt die große Frage, wenn ich aufgebraucht habe. Wie wird Weak geschrieben? W-E-A-K. Schwach. W-A. Oder? Ja. W-E-A-K. Of weak. Weakness, weak blood orb, weak. Weak binding agent. Bloodshot. Agent. Weak binding. Hab ich, okay. Okay, ja. W-E-A-K oder nicht? Ich mach dir auch eine Flash Potion, wenn ich das irgendwie. Ups, oh, ich bin im Cheat Mode. Nee, bin ich gar nicht. Was? Aber da hast du dich verraten. Was machst du denn im Cheat Mode? Nein, ja? Ich konnte mir die gerade nehmen, aber ich wusste nicht, warum ich mir sie nehmen kann. Ja. Warst du vielleicht einfach nur. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja den Creative Mode, den Cheat Mode, es gibt auch den Modus, dass du einfach die Sachen aus dem Invent rechts nehmen kannst. Ja, das mit dem rechts nehmen. Ich hatte gerade 64er Stack, aber ich wusste nicht, wie und was und warum überhaupt. Wie hast du den Glowstone hergestellt? Mit Gold und Redstone, okay. Haben wir genügend Ressourcen, damit wir beide? Weil dann geht's schneller voran. Ja, ich mach dir doch gerade jetzt. Achso, nee, ich. Nein, das sollte keine Aufforderung sein, Eisli. Hab nur nochmal nachgefragt. Nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt, ne? So. Egal, die Hühnerfarm sieht trotzdem richtig fresh aus. Muss ich ja schon sagen. Die sieht richtig, richtig geil aus. Ich glaube immer noch, dass es irgendwas falsch gelaufen mit der Nether-Mission, weil wir so weit weg von diesem Punkt, wo wir hin sollen, gespawnt sind oder whatever. Ja, das glaube ich auch. Aber es kann auch sein, dass es alles auf random basiert. Das kann natürlich auch gut sein, das ist einfach komplett random und wir haben einfach Pech gehabt. Ja, wollte ich gerade sagen, manchmal wäre natürlich heftig, wenn wir direkt am selben Punkt gespawnt sind, aber nein, einfach nein. Sicher, dass es eine Festung ist, nicht, dass es einfach nur irgendwie ein Punkt in der Luft ist? Ja, wir wissen es. Ihr wisst es? Oder ihr wir haben nachgeschaut. Wir waren so frech und haben nachgeschaut. Ohne mich mal wieder. Aha, okay. Ja, du warst, glaube ich, gerade kacken. Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Deine Lieblingsbeschäftigung, falls ihr so wisst. Ja. Das sieht irgendwie voll abgespaced aus, meine Hühnerfarm. Die sieht irgendwie aus wie ein Raumschiff. Und ich mag Raumschiffe. Ich wollte schon immer Astronaut werden. Ey, ohne Witz, ist es nicht das Geilste, einmal in seinem Leben im All zu sein? Einmal die Schwerelosigkeit. Weiß ich und nicht. Nicht nur so billig so ein auf den, ja, wenn man in eine Zentrifuge geht, hier, oder, keine Ahnung, irgendwelche Simulationen, sondern mal so richtig im All zu sein. Das wäre doch mal so heftig. Ohne Witz, ich würde nicht alles dafür geben, aber ich würde schon einiges dafür machen. Wie heißt denn dieser fertige Flugtrank? Was für ein fertiger Flugtrank? Ja. Das ist einfach diese Flash Potion und die kannst du halt einfach, da kannst du Zutaten reintun, damit du dann auch fliegen kannst. Okay, also ich stelle jetzt ja gerade das Weak Binding Agent her, Dings da, Agententeil und was denn danach? Danach diese Feder, ne? Haben wir genug Federn? Ja, haben wir. Eine oder? Weiß ich nicht. Maxi redet auch nicht mehr. Nee, Maxi. Was? Ich bin gerade ein bisschen minimal abgelenkt. Ich habe den Agenten gebaut und habe die Flash Potion. Was brauche ich jetzt noch? Eine Feder? Ja, und wie viele meinte sie gerade? Und wie tue ich das? Tue ich das einfach in der Crafting Station zusammenlegen? In den Alchemy Set. Ich weiß nicht, ob du, wenn du 3 Federn reintypst, eine längere Flugdauer kriegst. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wenn du ein Stack mit, also einen Platz mit einer Feder ausfüllst, kriegst du auf jeden Fall 1 Minute, 8 mal 1 Minute Flugdauer.
Dann. Übrigens, ich bin jetzt 20 Meter von dem Punkt entfernt, den wir, also, wo wir sein müssen. Echt? Boah, dann ich möchte bei der Premiere dabei sein. Wenn dein Flugtrank leer ist, brauche ich dich, weil dein Orb ist leer. Kannst du auch auffüllen. Dürfen ich habe immer deinen benutzt. Okay. Der grüne da, wo du hast. Ja, ich habe auch immer deinen roten benutzt. Oh, ist er böse? Bist du böse? Bist du böse? Guck mich nicht so böse an. Geht weg. Tut mir leid, ich muss euch in den Tod schubsen. Ich hab vergessen, auf einen anderen TS nicht zu muten. So, wie lange brauchst du noch? Ich möchte bei der Premiere dabei sein. Ja, wenn der Ort. Ich muss jetzt gerade die Mauer bauen noch. Aber ich bin so. Ich bin von der Plattform, wo man drauf laufen kann, dieser ein Klotz breiter Steg, da bin ich schon da hinten gebaut jetzt. Ach, du kannst. Ging das recht schnell. Kannst du schon sehen? Ich habe da noch zwei Plätze Abstand gelassen, weil da ganz viele böse Wither-Skelette sind. Oh. Aber du kannst es sehen. Du kannst es sehen, du kannst da sogar rüberspringen, theoretisch. Mit Anlauf. Ja? Soll ich? Ja. Warum geht das nicht? Ich habe alles so gemacht, wie es da ist. Soll ich mich trauen? Warte. Du brauchst sehr, sehr viel in diesem Orb drin. Du brauchst, glaube ich, mindestens 5 Herzen oder sowas da drin. Ich glaube, ein Herz ist 200, ne? Ja, und du brauchst 1000 LP, damit du es herstellen kannst, glaube ich. Soll ich machen? Und wie viel sehe ich, wie viel da drin ist? Du siehst es nicht, du musst raten. Okay. Ich. Oder wer? Was? Mit dir redet keiner. Oh Mann, oh. Nicht schon wieder. Nee, ich hab's hergestellt. Okay. Jetzt, wo tue ich die Flash-Potion hin? Wo die Feder? Wo die Dings? Ist das egal? Ist völlig Wurst. Ich hab jetzt alles drei im Alchemie-Dings drin. Ich weiß nicht, kannst mal versuchen, zwei Federn reinzutun. Und bevor du Block, also das heißt, auf zwei Felder eine Feder reintust. Zu spät ist schon fertig. Achso. Aber ich mach gleich noch eine. Ich hab deinen Flugtrank fertig, Mr. Ungeduldig. Wow. Sagtest du und dich griffen lebt. Ja, so. Und dich nicht, ne? Komm noch mal ein bisschen vor. Ne, die ist noch nicht fokussiert. Ich hab einen Flugtrank für dich. So, aber ich werde, glaube ich, ich brauch noch mehr Kabel. Ich hab grad alles abgegeben. Scheiße. Sonst ich hätte irgendwie noch 60 Stacks oder so. Ich hab trotzdem einen Flugtrank. Oh, ich hab irgendwie Angst. Hört Tim mich überhaupt? Will der mich überhaupt hören? Ja, was will. Das ist das. Das was? Du hast den Flugtrank. Super. Nein, der wollte den doch die ganze Zeit. Ja, du hast. Ja, ich hab dich nicht gehört. Ich war gerade mit Niesen beschäftigt, obwohl ich es nicht musste. Das ist scheiße. Ja, kommst du den jetzt abholen? Ja, Moment, wie mache ich gerade? Ich gehe nur gerade den ganzen Weg zurück. Jetzt, wo der Gang fertig ist, ist es gar nicht so weit mehr, finde ich. Ja. Also mit Fliegen und Gang fertig ist das echt so ein bisschen... Oh, das klingt deutlich. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten das alles ohne Trank gebaut. Also du. Da wäre ich, glaube ich, noch nicht fertig gewesen jetzt. Apropos fertig! Quest abgehen? Wie lang ist die Folge denn jetzt? Ne, 13 Sekunden. Sekunden. Ja, Minuten. 13 Sekunden. Ich würde sagen, den Punkt zeigen wir euch beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Hallo, wir sind jetzt bei 13 Minuten. Achso, schade. gut. Wo ist die Potion? In meinem Inventar. Und wo bist du? Auf dem Feld. Achso. Da, wo sich das gehört, ne? Ja. Rauschlappenfelde. Aber mit dem Feld und den Kühen und allem, finde ich, haben wir jetzt eigentlich ganz gut. Yam-yam. Yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam. Boom, Kamikaze. Okay, ja. Und wieder zurück. Oh, komm. Eisli, willst du mit die Premiere erleben? Ja. Ich habe aber keine Rüstung. Könnt ihr die Tür mitnehmen? Ja. Können wir an die Nether-Festung bauen und direkt eine Tür setzen, nicht, damit wir da immer aufs Maul kriegen und so. Und darf ich mir ein Diamantschwert machen? Für die Wither. Ach doch. Pack doch einfach. Wie sieht's denn aus mit Pfeil und Bogen für die Blazes und sowas? Du witziger. Ich bin an einen deiner Tode verschuldet. Ja. Die restlichen 18 hast du alleine gemacht. Und das war der Tod, wo ich mein Diamantschwert hatte, mein Freund. Ja, du hast es ungeschlagen und Scheibe 2 Minuten gehabt, dann warst du tot. Nein, das stimmt nicht. Aber was? Du hattest es nicht lange, du hattest es, glaube ich, also... Ja, da kann ich ja nichts für, wenn du mich schlägst. Doch. Ja. Hättest ja nicht so rumbringen brauchen. So. Aha, achso, ja, natürlich. Habt ihr alles Wichtige weggelegt? Nein. Ich besitze nichts Wichtiges. Ja, das Questbuch und sowas. Achso, ja, stimmt, das besitze ich, ja. Moment.
Ich nehme nur ein Diamantschwert mit. Aber wenn ihr nichts Doofes vorhabt, dann sterbt ihr auch nicht. Das glaubst du. Du kennst also mich wenn, doch. Wenn ihr vorsichtig seid, dann sterbt ihr nicht. Du kennst also mich doch. Also Titan stirbt so oder so, aber heißt nicht, du wirst es nicht sterben. Das ist gemein. Jetzt würde ich immer sterben, wenn ich im Nether bin. Oh, guck mal, ich könnte wieder... Ja, aber wenn... Ja. Mein Questbuch okay. ist jetzt zu Hause. Die letzten Male, wo ich gestorben bin, das war doch auch echt fies, oder? Das war... Nee. Die waren einfach gemein zu mir. So. Und wie macht man das gleich mit dem... Kann man den einfach trinken und dann kann man Doppelklick auf Leertaste... Ja, genau. Fliegen? Und dann ist fliegst okay. du. Aber wenn du das getrunken hast. Klick nochmal auf E, damit du im hier den Status-Effekt angezeigt bekommst. Wäre ganz hilfreich. Nicht, dass du einfach versuchst zu fliegen und dann von der Klippe springen. So. Ah! Yay! Charlie! Nee, ich wollte es nochmal ausprobieren, bevor ich nach unten springe. In die ewigen Tiefen des Nethers. Wo es kein Nether-Quarz gibt, den wir brauchen. Ich weiß nicht, vielleicht ist oben an der Decke irgendwas, aber ne? So, darf ich den trinken? Ich will ihn nicht trinken. Ja, kannst du gerne ausprobieren und dann hier erstmal ein bisschen rumfliegen. Quisch! Flush! Flush! Yeah! Yeah, hi. Ich kann. Was ist? Wo ist es denn? Ich hab gedacht, man kann es schon von hier aus. Ach, du hast den. Lauf! Ein Feuerwehr! Und wenn da böse Monster kommen? Da sind viele böse Monster auf der Netherfestung. Und achte auf die Flugzeugzeit. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Ja. Du kennst mich doch. Pass auf Fallschaden auf. Nee. Ich weiß nicht, scheint der Fallschaden ein bisschen rum am Backen zu sein. Das heißt, wenn du nach dem Flugtrank ein bisschen runterfällst, nimmst du anscheinend mehr Schaden als normal. Hättest du mir gesagt, damit du das alles noch einrahmen musst, dann hätte ich mehr Kobbel mitgenommen. Dann hätte ich dir geholfen. Ich brauche das noch alles einrahmen. Ja, ist dezent voll hier. Da ist leicht. Party im Gange. Leicht. Gut, dass ich so unglaublich gut ausgerüstet bin. Lass mich raten, der Blutdrang ist aufgebraucht und du bist jetzt da hinten. Ja, aber auf der Netherfestung. Ich habe ja noch 8 Mal. Wie ist denn das? Habe ich theoretisch genug Zeit, wenn ich runterfalle, dass ich den Trank trinken kann? Ich weiß nicht. Soll ich mal ausprobieren? Hast du ein Questbuch dabei, Tante? Nee, habe ich nicht. Du, Maxi? Ja, ich hatte eins dabei. Guck mal, ob die Quest fertig ist. Nein. Was kann man aus Asche machen? Hey, man kann durch Aschewolken ja gar nicht durchgehen. Nicht? Nee. Aber nicht durch Schwebe? Eigentlich schon. Also du müsstest seitlich schon, aber du... Ach stimmt, du fällst nicht runter, aber du kannst dadurch durchgehen, seitlich eigentlich. Aber du fällst seitlich? Nicht ganz... Ja, also von der Seite, aber du kannst da nicht ganz durchfallen. Du wirst immer auf der untersten Aschewolke stehen bleiben, genauso wie beim Schwefel. Ach, also ist okay. Auf jeden Fall bei Feed the Beast, irgendeinem anderen Feed the Beast Modpack so. Und was machen wir jetzt mit der neuen Nether-Insel da? Rumswaggen. Die ist einfach cool. Die ist einfach da. Ja, aber jemand muss sie. Jemand kann doch einfach mal kurz dahin fliegen. Ja, okay, damit die Quest fertig ist. Ich mach das. Okay. Flugzeit. 33 Sekunden. Lass dich nicht umbringen. Wer weiß das schon? Ich wollte gerade sagen, du kannst da kurz hinfliegen, den Punkt aktivieren und dann. Da kommst du bitte sofort wieder zurück, wenn die Straßenlichter an sind, ne? Ja. So. Muss ich genau zum Punkt oder reicht es, wenn ich irgendwie 1-2 Punkte daneben bin? Ich glaube, du musst fast genau zum Punkt. Okay, dann schreib mir mal kurz in die. Ich habe kein Questbuch, ich hol schnell eins. Ja, warte, er hat doch eins dabei, dann kannst du es kurz eintippen. Oh, jetzt kommt mein großer Auftritt, meine Freunde. Okay. Also 378 ist das Ende. 378, okay. Da stehe ich schon. Auch die Höhe? Nee. Okay, let's go! Oh. Ah, ich hab Angst, Mama, ich trau mich doch nicht. Nicht, dass das ich nachher wieder. Fliegt da nicht zu viel rum, dass die Flugzeit weg ist und du machst. Die Wizard können ja auch fliegen. Nein, das sind die Blazes. Oder die Blazes. Blazes. 420 Blazes. Die Loren auf Deutsch. Ja, stimmt, die Loren. Ist es aktiviert? Nein. Nein.
Okay. Big Bubble Tide Day wieder am Start. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt? Nein. Alter. Das sind zu viele Gegner. Ich mach das. Ich möchte auch nicht wieder schuld sein, wenn ich sterbe. Nein, das geht wirklich nicht. Alter. Er sagt nichts mehr. Ja, er wird wahrscheinlich gerade abgeschossen. Sein Headset war aus. Oh mein Gott. Was machst du? What the fuck, Alter. Ich hab's einfach mal in letzter fucking Sekunde geschafft, mich zu retten, Alter. Ich bin runtergefallen und meine Flugzeugfrau aus und ich hab's geschafft. Willst du trinken? Alter, ich hab's geschafft. Ich bin der King. Ja. Ja. Ich bin nicht gestorben. Wie er sich freut. Und ich war schon echt richtig am Abgrund, ne? Ohne Witz. Ich dachte schon so, what the fuck. Heute ist ein guter Tag. Scheiße, es ist 23.40 Uhr. Ja, heute war ein guter Tag. Alter, ich gehe einmal da vor die Tür. Einmal und werd angezündet. Ja, diese Flammfledermäuse. Keine Angst, die tun nichts. Die pupsen nicht nur an. Aber wir sind bei 21 Minuten. So, Leute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir endlich mal diesen blöden Punkt erreichen auf der Netherfestung. Schaltet nicht ein, wir sind scheiße. Genau, teilt euch scheiße, der Rest nicht. Und ne, bis zum nächsten Mal, Kinders. Tschüss. Jetzt heißt es abschalten. Ciao. Ne? Tschüss. Hofft man nicht, ob Peter lustig.